Hallo, ihr Lieben. Ja, da sind wir wieder. Ein neues Get Ready With Me am Mittwoch. Heute möchte ich mit euch zum einen ein bisschen sabbeln. Und dann habe ich es wieder getan. Ich habe mir die Glossybox wieder bestellt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Leute da bei Glossybox mein Verpackungsopferherz einfach attackiert haben. Ist kein Unboxing, also ich habe sie schon angeboxt. Und bevor ich euch den Inhalt zeige, male ich mir ein bisschen das Gesicht an, damit ich ja nachher auch schön einkaufen gehen kann. Ja, und ich habe das Video, was ich mitnehme auf die Kurfreizeit, dann doch nicht gemacht, weil ich einfach so wenig mitgenommen habe, dass ich so dachte, also pff, das sind Sachen, die seht ihr eh immer. Ich hatte den Augenbrauenstift mit von Catrice aus der LE. Ich hatte mein Revalle Loop Young Augenbrauenpuder mit. Ich hatte meine Essence Click Palette mit, die ich jetzt nochmal mehr getestet habe. Und ich muss sagen, wenn man die feucht aufträgt, die Lidschatten, sind die nochmal viel schöner. Also gerade diese hellen Töne, als wenn man sie trocken aufträgt. Und ich hatte keine Foundation mit. Ich hatte den Alverde Highlighter mit. Der ist so super schön. Total toll. Und mein Lieblings H&M Blush in Pale Pink. Den gibt es ja leider nicht mehr. Dann eine Mascara hatte ich noch mit von Yves Rocher. Meinen normalen Eyeliner. Also nichts Großartiges. Und es haben sich, außer bei der Palette, haben sich auch nicht großartig irgendwelche neuen Erkenntnisse gezeigt. Und ich habe mich da auch nicht viel geschminkt, weil erstens hatte ich gar keine Lust, so richtig mich zu schminken, weil es war super schön warm und ja, also ich habe auch so ein bisschen geschwitzt und ich dachte mir, ich gönne meiner Haut mal Ruhe von Foundation und ja, habe einfach darauf verzichtet. Ich wurde letzten Donnerstag tätowiert, was immer heißt, dass ich eigentlich ungefähr so 4-5 Tage nicht zum Sport gehe, weil das abheilen muss und das braucht dann ein bisschen Ruhe. Und weil das ist ja wie eine Schürfwunde und dann sollte man halt gucken, dass man die Haut dann nicht überstrapaziert. Ich nehme jetzt übrigens meinen Catrice Quattro. Ich nehme immer den für die Crease hier aus der Caviar Gouache LE. Die mag ich sehr gerne. Ja, und auf der Chorfreizeit gab es Buffet-Essen, Buffet-Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und eigentlich hatte ich so das Gefühl, ey, du hast dich echt zurückgehalten. Ich weiß noch, auf der letzten Chorfreizeit vor einem Jahr, da habe ich, keine Ahnung, zum Frühstück 3-4 Brötchen mit Butter und Salami und Nutella und so gegessen. Und in den 2,5 Tagen der Chorfreizeit habe ich 1 Kilo zugenommen und dachte, dieses Mal passiert mir das auf gar keinen Fall. Gut, man muss auch immer dazu rechnen, ich habe im Vergleich zu letztes Jahr, glaube ich, so 15 bis 20 Kilo weniger, 15 Kilo weniger als letztes Jahr. Das heißt, mein Grundumsatz ist ja schon mal niedriger und ich habe echt, also für mein Gefühl her, habe ich mir vieles verkniffen, wo ich so dachte, eigentlich hättest du das gerne gegessen. Aber mein Körper war irgendwie anderer Meinung und hat 1,3 Kilo zugenommen. Ja, ich war echt geschockt gestern Abend, als ich das gesehen habe. Ich war richtig, also es trifft mich. Aber es ist natürlich, die Abnahmeleistung von 4 Wochen ist jetzt im Arsch. Ne? Also das ist weg. Beziehungsweise ich muss das jetzt erstmal wieder abnehmen, um weiter abnehmen zu können, weil ich habe ja jetzt, also ich habe ja nur noch 2,5 Kilo und es ist, wird auf den letzten Metern echt hart, ne? Und wir waren noch eine Stunde walken am Kanal und es war super schön und es war toll mit meiner Mom und
Also das Wochenende war super schön und ich bereue das auch nicht. Aber ich denke mir halt so krass, dass mein Körper der Meinung ist, er muss da dann so schnell alles einspeichern, was er mehr kriegt an Kalorien. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich war gestern Abend dann noch beim Sport. Und so nach einer knappen Woche kein Sport. Es hat sich einfach super angefühlt. Es war super toll, wieder da zu sein und oh, es regnet. Aber der Regen war auch angesagt für heute. Ist nicht schlimm. Ich habe eh nicht vor, draußen zu sein. Ja, und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut, wie gut mir der Sport tut und wie gut es mir tut, dass meine Muskeln wieder beansprucht werden. Das war echt gut. Also ich muss sagen, das Fitnessstudio hat mir jetzt nicht direkt gefehlt, so, aber als ich wieder da war, habe ich wieder gemerkt, wie, warum ich da überhaupt hingehe und wie gut mir das tut. Ich nehme einmal diese hier von Yves Rocher, die Sexy Pulp. Die habe ich von der lieben Pustekuchen geschenkt bekommen mal. Und die macht halt sehr natürliche Wimpern. Und ich mag das Bürstchen so gerne, weil das so schön flauschig sich anfühlt an den Wimpern. Macht jetzt nicht das Mega-Drama-Volumen, aber das macht auch nichts. Wir müssen auch nicht immer Mega-Drama machen. Dann ist mir was passiert. Da hätte ich echt drauf verzichten können. Ich bin vorgestern Abend nach Hause gefahren und auf einmal macht es Klack an meiner Scheibe und ich hatte einen Steinschlag mit einem kleinen Riss drin. Und ihr kennt ja bestimmt alle diese Carglass-Werbung und ich dachte so, oh mein Gott, ich bin die Frau aus der Carglass-Werbung. Und ich konnte ja an dem Abend dann so nichts weiter machen und dachte so, oh, hoffentlich hält die Scheibe und ich kann das einfach hier so kleben lassen, so wie das, wie die das in der Werbung immer zeigen. Dann gestern Morgen war meine Scheibe gefroren und ich dachte schon so, shit, die in der Werbung machen ja die Heizung an und dann reißt die Scheibe. Und dann habe ich mein Sprühzeug nicht gefunden, mein Enteiser-Sprühzeug und dachte, okay, du kratzt jetzt ganz, ganz vorsichtig. Und dann macht es krick und jetzt habe ich einen circa 30 cm langen Riss in meiner Scheibe. Und damit darf ich jetzt eine Woche durch die Gegend fahren, weil momentan alle Steinschläge haben und alle zu Carglass wollen und zu allen Autoglas-Anbietern hier in der Umgebung. Und die von der Versicherung haben gesagt, ich krieg ein Ersatzauto, damit das gemacht werden kann. Aber das Problem, Freunde der Lust, ist ja, ich arbeite ja relativ lange. Und wenn ich irgendwann mal Feierabend habe, haben die da auch Feierabend. Das heißt, ich könnte das Auto gar nicht abholen und ich kann auch diese Woche nicht ausfallen, weil bei mir auf der Arbeit gerade ein bisschen eng ist mit Personal. Und deswegen muss ich jetzt eine Woche mit einer gesprungenen Scheibe durch die Gegend fahren. No way, gar keinen Bock drauf, egal. Aber solange es jetzt nicht massiv schlimmer wird oder so, werde ich das wohl überleben, knapp. Ja, ey, es gibt so Sachen, ne? Die gibt es gar nicht. Also, es gibt auch so Erfahrungen im Leben, auf die kann ich einfach verzichten. Sowas wie gesprungene Scheibe, Fußpilz, Herpes. Also, das braucht doch die Welt nicht. Also. Oder eine Blasenentzündung. Jeder von euch da draußen, der noch nie eine Blasenentzündung hatte, ich beglückwünsche euch herzlichst. Das ist so widerlich, wenn du permanent auf Klo musst und es alles brennt und alles unangenehm ist und du findest alles Horror und du hasst die ganze Welt, weil es dir einfach so dreckig geht. Das ist Blasenentzündung. Das ist Pale Pink von H&M.
Ich lasse mir gleich noch meine Fingernägel und Fußnägel machen. Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß noch nicht, welche Farbe. Ich hätte irgendwie Bock auf Grau, glaube ich. Mal gespannt, ob sie das macht. Meine Nagelfrau. Sie mag mir immer nicht so langweilige Fingernägel machen, so langweilige Fingernägel. Bin ich mal gespannt, ob sie das macht. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Grau mit so ein bisschen Bling-Bling. Gute Idee. So, Freunde, ich mache noch ein bisschen BB-Repair-Balm auf meine Lippen. Und jetzt kommen wir zur Glossy Box. Ihr habt die vielleicht schon bei anderen in den Videos gesehen. Ich musste dieses Boxendesign einfach haben. Ist es nicht wunderschön? Und hier hinten ist auch noch mal das tanzende Pärchen drauf. Und ich finde das so schön mit der Rose und ja, Verpackungsopfer, ole ole. Ich weiß, ich habe gesagt, und ich brauche die nie wieder und so. Aber irgendwie habe ich gerade wieder Bock auf Boxen. Und ja, irgendwie habe ich da wieder Lust drauf. Es ist so wie jeden Monat Geburtstag haben und eine Überraschung bekommen. Und ich habe mir auch noch die My Little Box abonniert. Und es gibt jetzt so eine Special Edition von Glossy Box. Die kann man, glaube ich, auch als Nicht-Abonnent bestellen. Die kostet einmalig 29 € und da sind 6 Full-Size-Beauty-Produkte drin. Und die kriege ich nächste Woche. Freue ich mich schon drauf. Einmal hatte ich drin diesen Nagellack. Ich brauche keinen Nagellack. Der soll wohl ganz gut sein. Schiere Farbabgabe, so ein Beige-Ton ist das. Ja, werde ich mal gucken. Tue ich hier oben in meine Schublade rein und dann verschenke ich das. Oder weiß ich noch nicht. Wir fangen mal mit den Produkten an, die ich nicht so gut finde. What the fuck? Das Ding haben wir auch auf der Arbeit und ist noch nie benutzt, weil Augenbrauen wachsen. Ich meine, ne. Also ich habe da Respekt vor, weil ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich damit die ganze Augenbraue wegreiße oder so. Also finde ich das mit einer Pinzette wesentlich besser. Und ich weiß nicht, mag das einer von euch? Findet das einer von euch geil oder so? Also die sind relativ teuer und die sollen auch sehr gut sein. Hier ist auch so Step by Step mit drauf. Aber ich mache das nicht. Vielleicht mache ich das mal und dann habe ich keine Augenbrauen mehr. Naja. Auch nicht so der Hit. Jetzt wird es langsam besser. Einmal von Model Co. Das ist ein Trio-Highlighter, der wohl auch sehr teuer. Ich glaube, 20 € soll der kosten. 20 Highlighting Trio, so sieht das Ganze aus. Und ich trage mir einfach mal den hellen hier auf. Ihr wisst ja, Creme-Highlighter und ich, wir sind BFFs for life. Ich weiß nicht. Ich kann so mit Creme-Highlightern nicht so viel anfangen. Ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, irgendwie. Der ist zu hell, der andere ist zu rosa und der ist zu braun. Mama. Ja, gut, okay, vielleicht findet sich da auch noch ein Liebhaber für. Jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich gut finde. Eine My Coconut Island Handcreme mit 75 ml. Macadamiaöl und Wildkirsche. Der Duft ist super lecker. Das ist so nach gerösteten Kokosnüssen. Das riecht richtig toll. Ich mag die Track and Moon Düfte eigentlich ganz gerne.
Nur ich schaffe es nicht, die Bodylotions aufzubrauchen. Was ich sehr geil finde, ist diese Körperbutter, Macadamia irgendwie so. Die riecht so nach, damit hat mich die liebe Frau Unfug-Rundfunk angefixt, so Shea Butter, so eine dickere Creme, die nehme ich sehr gerne, wenn ich raue Arme habe oder irgendwie raue Stellen an den Beinen oder so. Die finde ich geil. Und Körperpeeling, finde ich, machen die gut. Und Duschgele, aber die momentan aktuellen Geruchsrichtungen finde ich einfach nicht so, ist nicht so meins. Dann The Incredible Face Mask. Von der habe ich schon viele, viele, viele gute Sachen gehört. Das ist ja diese schwarze, die dann so die ganze Haut reinigt und man sieht dann die ganzen Mitesser auf dem Ding. Ich glaube, die muss ich mal machen, weil ich habe momentan sehr viele Unreinheiten. Und da sind zwei Stück von drin. Und die soll echt genial sein. Also da, das finde ich schon mal sehr nice. Sehr nice. Dass ich das mal ausprobieren kann. Und mein Favorite-Produkt ist die Cetaphil-Creme für Gesicht und Körper. Die ist ohne Duftstoffe und nicht komedogen, also verursacht keine Mitesser. Also verstopft die Poren dann auch nicht so. Und das Gute finde ich, dass die die natürlichen Schutzschicht der Haut unterstützt. Da ist kein Duftstoff drin, kein Lanolin. Und das ist halt für speziell empfindliche und trockene Haut. Sind, wie viel ml sind da drin? 85 Gramm. Die werde ich wahrscheinlich für meine Tattoos benutzen, weil da ist sowas immer ganz schön. Und vielleicht auch fürs Gesicht, wenn ich trockene Stellen kriege. Momentan bin ich eher gemischt, ölig, bisschen unrein. Deswegen, ja. Und dann gab es noch hier von TT Sepp so eine, hier, sie geht ab unter der Dusche. So eine Hallo Sonnenschein Limette Ingwer Probesachet Ding, Dingenskirchen mit 6 Milliliter. Ist auch ganz nett. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, das war meine Glossy Box. Und dann gibt es dieses Magazin hier mit dem Konfetti dran noch dazu. Und ja, ich rechne das mal grob zusammen. Das sind 10 Euro, 15 Euro, 30 Euro, 32 Euro, 42 Euro. 62 Euro ungefähr der Wert der Box. Ja, gut. 15 kostet sie im Monat. Ja, und dann gibt es Frühlingserwachen-Edition beim nächsten Mal. Das wird eine Pflegebox sein. Belebend, neu, innovativ und ein Hauch frischer Farbe. Frische Farbe. Also, da bin ich mal gespannt drauf. Das Heft werde ich nicht aufbewahren. Also, ich weiß nicht, ich gucke da so gut wie nie rein. Gut, das mit der Maske hier, das finde ich ganz interessant. Ja, ich werde es mal aufheben und nie wieder reingucken. ja, aber alleine das Design der Box, Leute. Alleine dieses wunderschöne Design musste ich einfach haben. Und wenn die leer gewesen wäre, mein Gott, dann hätte ich wenigstens die schöne Box gehabt. Ich stelle die jetzt mal hier hinten hin, damit ich die auch sehe. Sehr schön. Verpackungsopfer, ole ole, aber es waren ja auch ein paar schöne Sachen für mich dabei. Also zwei Sachen, die ich super finde, drei Sachen, naja. Aber ich bin so froh, dass ich dieses blöde Shampoo nicht drin hatte. Wenn die mir dieses Garnier-Shampoo reingepackt hätten, ne, ich wäre ausgeflippt. Ich hätte sofort wieder deabonniert. Ich wäre so ausgerastet. Ich wäre so wütend gewesen, ne? Bescheuert. Ne, drei Sachen finde ich gut. Und ich hatte sogar sechs Sachen in der Box. Ho, ho, ho.
Jackpot. Naja, gut. Sonst noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Gesicht habe ich auch. Nicht so spannend irgendwie, aber ist okay. Ich kann mich irgendwie nicht vorher trennen. Aber mache ich jetzt trotzdem. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich grüße euch ganz lieb. Tausend Küsse an euch. Danke für alle eure Kommentare. Und ja, dann schauen wir mal, was es beim nächsten Mal gibt. Macht's gut. Bis dann. Nicht ärgern lassen.